Das kenne ich aber. Wie findest du das, wenn wir jetzt unseren nächsten Gast reinholen und auch über Medien und so mit dem sprechen? Ja, und aber auch über Bücher und über Theater und oh Gott, ist ja auch über so viel, Medien. Wo wir schon mal anfangen zu spielen. Ja. Und jetzt würde ich das Mikrofon. Würdest du das mal eben halten und mir gleich geben? Ich freue mich so auf unseren nächsten Gast. Ich bin ein riesen Fan. Ich glaube, er ist das aller wildeste Kind, was Norddeutschland je hervorgebracht hat. Er ist, sag ich mal, schräg, aber auch klug. Sein Lieblingsessen ist Schweinehirn mit Zitrone. Er hat einen Hund als Blutsbruder. Er ist das Beste, was wir jemals an Österreich ausgeliehen haben. Und ich möchte Und ich muss sofort sagen, stimmt es wirklich, dass deine Eltern, dass du früher als blonde Bombe so ADS-krank, so hyperaktiv warst, ja, das dass sie dich, wenn du wieder einen Jähzornanfall hattest, was jetzt schon nicht, ja, dass sie dich auf die laufende Waschmaschine gesetzt haben, anstatt dir Valium zu geben, ja, und dabei, Fuchs, du hast sie ganz gestohlen, mit dir gesungen haben. Das stimmt nicht damit ganz. Damit das Kind heuchelt. Das stimmt nicht ganz. Insofern, weil ich mir den Text von Fuchs und die ganz gar nicht merken konnte, habe ich irgendeinen Fantasiesong gesungen. Es war vom Fuchs. Und einer ganz, aber nicht mit der Melodie. Melodien konnte ich nicht, war ich zu aufgeregt für. Aber dann war das gar nicht la da 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 da, geben Sie wieder her. Nein. Was war denn das für ein Lied über Fuchs und Gans? Das war einfach eine Katastrophe. Also meine Mutter hat mich dann versucht, vom Boden aufzuheben, weil ich so gezappelt habe. Und dann in irgendeinem Erschöpfungsmoment hat sie zugegriffen und mich auf die Waschmaschine gesetzt, sie angemacht, obwohl keine Wäsche drin war, auf den Schleudergang gestellt. Ich war da drauf und so. Und dann habe ich so da gesessen und gesagt, es war ein Fuchs, der hatte einen Freund. Es war eine Gans. Und die trafen sich öfter und haben dann geredet. Und das ging stundenlang so, ja, stundenlang. Und meine Brüder, und wenn ich auf Autofahrten war, haben meine Brüder darauf bestanden, dass ich einen Vertrag unterschreibe, dass ich nicht singe. Auf dieser langen Autofahrt, weil sie sonst acht Stunden von Hamburg nach München vom Fuchs und der Gans gehört hätten. Ehrlich? Die wollten die Ruhe haben. Und was war jetzt das Krankheitsbild genau? Das war das Tolle an der Zeit, das gab's noch nicht. Weiß es nicht. Nein, es war noch, hatte noch keinen Namen. Das ist so. Es war einfach, ich war ein bisschen aufgeregt. Und warst du auch so schlaflos, wie du schlaflos war? Ja. Oliver, Joachim, Oliver. Hallo. Sehr beeindruckt. Das ist auch eine schöne Therapie. Fuchs, du hast die ganz gewaschen auf der Waschmaschine. Haben sie dich dann auch vorne auf die Kühlerhaube gesetzt bei den langen Fahrten? Nein, absolut. Ich musste im Kombi im Kofferraum beim Hund liegen. Wollen wir dem Oliver zugucken, wie er es schafft, zurückzukommen? Das ist die Frage. Wo soll ich sitzen? Du musst wieder dahin und ich gehe Mitte und Joachim kommt hier rüber. So, warte, Vorsicht. Nenn dich die Freunde eigentlich immer... Nein. Ach, guck mal, toll. Elegant. Die machen wir mal darüber. Sag mal, nennt dich deine Friends auch immer alle Joachim? Nein, also Kindername ist Jocki gewesen oder Josse. Mein Vater war ein großer Namensgeber. Also ich hatte bestimmt 30 oder so verschiedene Namen immer. Aber wenn ich jetzt sage Joachim, dann passt dieser Name überhaupt nicht zu dir. Nee, ich hatte auch mal den größten Wahn, kann ich gleich erzählen, ich hatte mal den größten Wahn, weil ich bin in Homburg geboren, im Saarland. Ja? Und ich, mein ganzer Name ist Joachim Philipp Maria Meyerhoff. Oh, ich nenne dich Maria. Und da fand ich das so toll, dass ich gerne Philipp Maria Meyerhoff dachte ich, ja. Und dann dachte ich aber, wegen Homburg nenne ich mich Künstlername Philipp Maria von Homburg. Oh, toll. Ne? Und da hat mein Vater aber gesagt, so gut muss er erstmal werden. Und dann habe ich das aber so, mir als Pseudonym habe ich mir das irgendwie überlegt. Ich heiße Philipp Maria von Homburg. Und dann dachte ich, das ist auch ein guter Name, wenn ich mal beim Straßenbahn schwarz fahren, ja, erwischt werden, U-Bahn fahren. Was dann, glauben Sie, wer Sie sind? Genau, und dann ich bin ich schließlich. Und dann bin ich, da habe ich ewig, bin ich immer rumgefahren, wusste gar nicht, wohin ich wollte, ja, bis ich mal erwischt werde, ja, und weil ich den Namen sagen wollte. Und dann wie heißen Sie? Habe gesagt, ja, Philipp Maria von Homburg. Und wann sind Sie geboren? Und darüber hatte ich nicht nachgedacht, weil ich sozusagen ein falsches Geburtsdatum nennen wollte. Und dann habe ich ein Geburtsdatum einfach so gesagt. Und dann war ich so stolz. Und dann kam der wieder zurück.
ja, und hat gesagt, so haben einen Zettel, wann sind Sie nochmal geboren? Und ich so, Mitte Mai. und dann musste ich schon mit auf die Wache. Das ist schön, aber dann sollst du was trinken. Bier. Ja, so kann es gehen, wenn man andere Namen gerne hat. Wir würden ein Bier nehmen. Ich würde, glaube ich, noch so ein Frauengetränk nehmen. Und würdest du nur so ein, ja, dann haben wir ja unser Gedeck zusammen. Joachim, ich kenne dich noch gar nicht so wahnsinnig lange. Aber als ich dann von dir gehört habe, habe ich alles verschlungen. Und ich schlafe jeden Abend nicht physisch mit dir ein, aber mit deiner Stimme. Weil du hast ja diese Wahnsinnsstimme. Die macht einen, glaube ich, fertig, wenn man mit dir verheiratet ist. Aber wenn man dich als Hörbuch hört, ist es natürlich großartig. Ja, sagt meine Freundin ganz oft, du bist nicht auf der Bühne. Ach, ja, ja, wenn ich beim Frühstück sage, gib mir mal die Marmelade, ja, oder so, dann kann ich noch mal das Salz. Und dann immer so, du hast gerade nicht Vorstellung. Du kannst normal mit mir reden. Ja, ja, und das ist jetzt, natürlich. Jetzt habe ich auch gerade ein Baby, ja, das ist mein Baby, habe ich gerade, ist 8 Monate. Muss ich mal versuchen, ganz leise zu sprechen, weil es sonst Angst kriegt von mir. Ja, natürlich. Aber es fällt mir schwer. Wollen wir noch mal rausgehen? Na, du Kleiner! Na, du Süßer! Du? Oh, nein. Komm, wir gehen. Du bist halt so niedlich! Komm, wir gehen noch mal. Sag ich so genau. Komm, wir gehen noch mal raus. Und mir wird ja immer so, wenn ich so leise spreche oder auch so bedächtig, werde ich ganz furchtbar nervös. Ach, ja, ja, ja. Dann musst du dich auf die Waschmaschine setzen. Ja, dann kann ich, mittlerweile komme ich ja selber hoch. Das, ja, kannst selber machst anschalten. Du, machst du das noch manchmal privat für dich, sich auf die Waschmaschine setzen? Aber wirklich nur, wenn keiner da ist. Ja, also, das sind so die wirklichen Geheimnisse. Dann setze ich mich schon mal noch ganz selten, aber nicht mehr öffentlich. Im Waschsalon, ja, schon lange nicht mehr. Und also das heißt, dann war das Buch 1, das habe ich jetzt als Hörbuch, dann kam Buch 2 und ich denke, mein Gott, der hat immer noch was zu schreiben. Und zwar, wann wird es dann nicht wieder so schön, wie es noch nie war? So genau, ne? Genau, also, so, das ist gut. Ja, zweites Buch, eigentlich für mich ehrlich gesagt noch toller als das erste, aus dem Grund, weil es näher an dem dran ist, weil das so eine norddeutsche Geschichte ist, dein Papa. Der ist Psychotherapeut, Psychiater. Psychiater, einfach, wie man es heute nur noch... Prost. Ja? Ja, komm. Das muss doch genau dein Tempo hier jetzt sein. Ja, gut, oder? Weiter. Laut und schnell. Ja, ist gut. Also diese Anstalt, wo du als Kind mit deinen beiden Brüdern groß geworden bist, die heißt Hesterberg oder Hesterberg? Hesterberg, ja. Hesterberg. Dein Papa war der Chef, Klinikchef, das heißt Psychiater. Genau, und Direktor. Und die Kids und mit euch waren 1500. Ganz früher hat man gesagt, Idioten würde man heute natürlich nie mehr sagen. Nein, psychisch Kranke, genau. Verschiedene körperliche Behinderungen, verschiedene psychische Erkrankungen. Also das war alles, damals eben alles zentral, das ganze Spektrum von dem, was schieflaufen kann. Aber ganz am Anfang hieß es doch auch mal Idiotenanstalt, ne? Wo man so ein bisschen. Ja, das hatte so durch die Jahrhunderte völlig verschiedene Namen. Das hieß dann irgendwie Verrückten-Aufbewahrungsstätte, Idiotenanstalt, Kinder- und Idiotenanstalt. Also bitterböse, schreckliche Namen. Man kann so sehen über die Jahre, wie sich das politisch Korrekte so durchgearbeitet hat. Bis heute. Und wie heißt sie heute jetzt? Berlin Tag und Nacht. Jetzt heißt sie Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber man muss dazu sagen, jetzt wird sie eben auch schon langsam aufgelöst, weil man diese Verwahranstalten, also mit so vielen Patienten an einem Ort eigentlich auch gar nicht mehr macht. Okay, du bist ja damals, das finde ich ja auch so, ich habe mal, also meine Highlights, wo ich immer aufhören musste zu hören oder zu lesen, weil ich nicht mehr konnte, erzählen. Du bist dann auf Klassenfahrt gefahren, wie wir das alle kennen. Aber weil du ja quasi in der Psychiatrie groß geworden bist, hast du dann immer gesagt, du hattest eigentlich einfach nur ganz Heimweh, wie wir das alle kennen. Ne? Aber du hast dann gesagt, ich muss nach Hause. Weil ja, ich war natürlich von dem Mittagstisch total infiziert und gut gebildet mit diesen ganzen Krankheitsdiagnosen. Mhm. Und die konnte ich dann auch immer für mich in Anspruch nehmen. Und auf dem Skiurlaub, wenn es da mir irgendwie nicht gefiel, habe ich dann gesagt, ich bin manisch-depressiv. Ja, da war ich aber 8. Ja, und dann hat der Skilehrer gesagt, was bitte? Ja, ich bin manisch-depressiv. Jetzt hab ich gerade meine manische Phase. Oh. Aber morgen beginnt die depressive Phase und ich muss sofort abgeholt werden. Und dann hat mein Vater mit mir telefoniert, der Skilehrer hat dann gesagt, ja, ihr Sohn, der hat gesagt, der ist manisch-depressiv. Dann hörte ich schon am Telefon, was hat er gesagt? Und dann hat er gesagt, was hat er gesagt? Ja, Papa, hol mich bitte ab. Ich wollte nur nach Hause, ja, in meine Psychiatrie zurück. Und
Der hat aber natürlich auch das Schreien der Patienten gefehlt, sagst du. Du hast so schlecht geschlafen, weil keiner genau. mehr geschrien also, hat. Also das ist tatsächlich so. Und immer, wenn ich die Geschichte, also wenn ich darüber nachdenke oder das erzähle, wundere ich mich immer, weil das tatsächlich so stimmt, bis jetzt. Ja? Es war wirklich so, dass unser Haus inmitten dieser riesigen Psychiatrie war. Und drumherum diese uralten Gebäude, wirklich schreckliche Gebäude, die auch jetzt mittlerweile alle geräumt sind, weil sie so furchtbar waren. Und da waren halt diese 1500 Patienten und haben nachts geschrien. Na klar. Und ich habe das als Kind geliebt. Weil ich fand das, hat sich das beruhigt? Nein, ich fand das einfach unglaublich aufregend. Das war wie so eine Partitur in der Nacht, ein Schreikonzert des Wahnsinns. Ja? Und ich kannte einzelne Schreie und wie die sich verbunden haben, wer da je gegeneinander, wie die sich anfeuerten. Hast du mitgeschrien manchmal? Nein, ich brauchte eben da nicht schreien selber. Und der Bauchnabel, was war mit dem Bauchnabel von deinem Papa? Ah, der Bauchnabel von meinem Vater, der war für mich ein Faszinosum. Ich habe ihn sehr geliebt, ja, weil er so tief lag. Und ich diesen Bauch so unglaublich mochte. Ja? War der dick? Ja, der war schön, also der war von hinten, war ja ganz schmal und so. Also in dem Buch nenne ich das Frontfett. Ja? Der war sozusagen nur, von hinten war er ganz schmal und hatte eine tolle Silhouette. Aber dann, sobald er sich sozusagen dreidimensional wurde, war das Ganze irgendwie recht üppig. Und wenn der mit mir an der Ostsee war, ja, und schwimmen ging und dann sich in die Sonne legte, dann habe ich das so wahnsinnig geliebt, an der Ostsee nach Donnerkeilen zu suchen. Das sind diese spitzen, schönen kleinen Dinger, diese Versteinerungen. Und dann wollte ich immer nicht weg. Und dann war immer in seinem tiefen Bauchnabel noch ein bisschen Wasser drin. Und dann war unsere Abmachung, dass wir nach Hause gehen, wenn das Wasser im Bauchnabel verdunstet ist. Und so verging die Strand. Und deswegen war das für mich immer eigentlich eine Bedrohung, wenn der angekündigt hat, er will abnehmen. Weil abnehmen hieß Verringerung der Strandzeit. Oh Gott, ja, 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 klar. Und stimmt es? Dein Papa einen Po-Lappen hatte. Also oh Gott. Das, nein, ein Po-Lappen heißt, wir hätten jetzt früher einfach gesagt Waschlappen, ne? Ja, es gab diesen besonderen Lappen. Und dieser Lappen war gefürchtet. Weil sozusagen auch, meine Brüder sozusagen mir drohten, wenn ich irgendwie das Fahrrad nicht reparierte, mich mit diesem Lappen zu jagen oder so, ja. Und davor hatte ich höllische Angst, ja. Es war ein Druckmittel, aber es war in der Palette der Druckmittel, war es noch nicht das Schlimmste. Was war denn das Schlimmste? Also eine Zeit lang war für mich das Schlimmste, es klingt jetzt natürlich für lange nicht so schlimm, für mich aber viel schlimmer war es, als ich dann endlich lesen konnte, habe ich diese drei Fragezeichenbücher so unglaublich gerne gelesen, Hitchcock. Und da steht immer ganz am Ende die Lösung. Ich brauchte aber 3 Monate für das ganze Buch. Da hat mein Bruder nur die Lösung hinten gelesen und hat gesagt, wenn du das jetzt nicht sofort machst, dann sage ich dir, wer das war. Ja, und dann habe ich aber sowas von gespurt und da hätte ich auch gerne mal was mit dem Po-Lappen gemacht. Oh nein! Ja, aber da, das war für mich so gemein. Und dann war es für mich aber so ein Triumph, dass ich dann ganz schnell gelesen habe. Tag und Nacht durch diesen Druck. Und wenn er dann gekommen ist und sagt, so, wenn du jetzt nicht die Meerschweinchen sauber machst, sage ich dir, wer der Mörder ist. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir schon sagen, ich habe schon zu Ende gelesen. Und dann war ich, wieder gerettet. Aber wie viel Gemeinheit, ne? Wie viel Gemeinheit es unter Geschwistern gibt, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, aber diese Gemeinheit, bei uns war das oft, das wirst du dann auch kennen mit den Geschwistern, es war ja oft dann auch so lustig. Und es ging immer daran, diesen Punkt des Lustigen auszureizen, bis man dann irgendwie so drüber war. Wir haben oft auch Tränen gelacht. Wir haben zum Beispiel immer dieses Nachsprechen, was der andere sagt. Genau. Das haben wir bis zum Wahnsinn gemacht. Ja? Bis 12 Stunden, bis alle komplett gaga waren. Ja? Ja. Und dann wurde man hysterisch. Und ich finde, so ein Grad von Hysterie ist ein gutes Bindemittel für Familie. Als ihr denn oder ja, ihr Jungs dann eure ersten Freundinnen mit nach Hause genommen habt, dann hat deine Mutter, die ich jetzt eigentlich für relativ loyal und cool gehalten habe, aber alles angestellt, um euch beim ersten Sex so ungefähr zu stören. Und hat ständig die Klospülung gezogen? Nein, also es war erstmal so, dass das für mich in Erinnerung erstmal so ein Klanggebilde war, weil wir alle sehr unterschiedliche Musiken gehört haben. Und wir waren alle so 3 Jahre auseinander. Und so, und dann war irgendwie, sobald die Platten ausgingen, die Schallplatten in den Zimmern ausgingen, da wurde dann meine Mutter nervös, dass da in allen 3 Zimmern irgendwie so rumgemummelt wurde. Rumgemacht wurde. Ja. Und dann hörte man draußen eben auch noch die Patienten schreien. Das darf man nicht vergessen zu dem Ganzen. Und der Hund wurde verrückt und bellte, wie am Spieß. Ja? Und dann ging meine Mutter noch rum und zog immer die Klospülung aus irgendeiner Übersprung. So ein Grundgeräusch. Ja, es war so ein Grundgeräusch. Ein störendes Geräusch, das passiert was. So. Hat es denn geholfen? Für was bitte? Um nicht mehr weiterzumachen, sondern zu sagen, oh mein Gott.
Wie hast du dich denn dann konzentriert, trotzdem zu können? Na, ich weiß, also in dieser Zeit war es noch so, dass mein Vater zu mir, der war ja irgendwie viel offener, das ist ja bei dieser Generation oft so, dass die viel offener waren, als ich es wahrscheinlich jemals schaffen werde. Mein Vater hat ganz offen immer zu mir gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, als ich so 12 war, aber die Hosen bleiben zu. Hat er zu aber mir gesagt. Eine gute Ansage. Eine gute Ansage. Und habe ich mich eigentlich bis Mitte 30 dran gehalten? Was ich so lustig finde, du bist ja im Burgtheater und du bist im Schauspielhaus in Hamburg. Aber im Burgtheater, wenn man da fest angestellt ist, dann wird man, und ich bin total neidisch darauf, wenn man tot ist, einmal um Wien rumgefahren im Sarg auf dem Fiaker. Stimmt das? Nein, nicht um Wien, ums Burgtheater. Ach so, also, ich dachte einmal um die ganze Stadt, sechs Stunden. Nein, nicht nur ums Burgtheater drumherum. Und man muss irgendwie dann schon, glaube ich, Kammerschauspieler sein. Also man muss höhere Weihen haben. Ach, du weil, hast es nicht dann? Du bist nein, weil da sind ja wirklich immer noch viele Schauspieler und da sterben auch viele. Und das wäre immer ein Auto unterwegs. Also deswegen, es ist sozusagen nur so ein paar Auserwählte werden da. Aber dann ist zum Beispiel so die Großen, die wirklich auch Wiener sind? Naja, das Letzte ist halt irgendwie sehr dramatisch gewesen. Wirklich ein so Voss. Großer, ja genau, ja, der Voss. Ja, der größte Schauspieler, den das Wiener Burgtheater hatte, ist relativ jung leider verstorben und dann ist es sehr ergreifend, weil es auch irgendwie absurd, ein absurdes Ritual ist, da mit so einer schwarzen Kutsche. Warst und du dabei? Bist du mitgegangen dann? Nein, ich war nicht da. Wärst du sonst mitgegangen? Oder ja, dann gehen alle da. Dann mit? Nein, nein, dann gehen alle mit. Da gehen dann alle die mit. Wiener die sind so toll, weil die haben so keine Angst vor dem Morbiden irgendwie. Die gehen mit dem Tod so irgendwie cooler um, finde ich. Ja, sie gehen also so sinnlicher damit um. Für sie ist das nach wie vor sozusagen ein sinnlicher Teil, ja. Und der ist da auch sehr humorvoll oft, ja. Also ja. Sie bewältigen den, und das ist auch in den österreichischen Schriftstellern ja sehr stark und so. Und seltsamerweise habe ich das Gefühl, weil ich jetzt zwischen Hamburg und Wien, also dass Hamburger jetzt morbiden Humor haben, kann man vielleicht nicht sagen. Aber trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit. Es gibt irgendwas Ähnliches. Du bist ja überhaupt kein Musiker, ne, Joachim? Nein. Und hörst du trotzdem, dass es geile Musik ist? Ja, das höre ich tatsächlich sofort. Aus irgendeinem Urinstinkt heraus höre ich das sofort. Aber ist es nicht so, dass alle Schauspieler irgendwann in ihrer Karriere, wenn sie kein Buch schreiben, oder am besten noch ein Buch schreiben, aber auch eine CD machen, jetzt singt er auch noch? Nee, also bei mir ist da keine Gefahr. Ich kann Wie kommt das? Na, das hat irgendwie ganz früh angefangen schon, dass ich nicht singen konnte. Aber du bist Schauspieler, die müssen doch auch ständig irgendwie auf der Bühne singen. Alle Schauspieler, die je hier waren, haben gesagt, oh, ich kann das. Man hat ich doch weiß. Mal irgendein also, Lied. Bei mir war das irgendwie ganz gut sogar, weil ich dadurch nicht in irgendwelchen Provinznestern, wo ich ja auch viel Theater gespielt habe, dann so in der Rocky Horror Picture Show mitmachen musste. Okay. Da war ich eigentlich immer ganz froh. Und es war aber bei mir tatsächlich schon so, dass es schlimmer war, als dass nur ich nicht singen konnte selber. Ja. Sondern wenn ich mitgesungen habe, konnten plötzlich auch alle anderen nicht mehr singen. Weil du natürlich... Alle ja, weil ich scheinbare Melodien, Melodien infiziere. In der Psychiatrie aber haben sich beschwert dann auch. Irgendwie nein, es war wirklich so. Ich war in der Grundschule und es wurde gesungen. Es wurde gesungen in der Grundschule irgendwie O Tannenbaum. Und dann habe ich mitgesungen und dann wurde gesagt, Joachim, hör bitte auf, mitzusingen. Da hat die Lehrerin wieder angefangen und hat gemacht, O Tannenbaum, und wusste nicht mehr, wie die Melodie ging. Ich konnte selbst O Tannenbaum eliminieren. Aber du hast gesagt, du kannst irgendwas mit zwei Blockflöten und mit deinen Nasenlöchern. Das ist absurd. Können wir das machen? Ist toll. Ja, und zwar war es so, dass ich dann Blockflöteunterricht hatte, ich weiß nicht, um mich zu quälen oder um mich dann doch noch irgendwie musikalisch zu erziehen. Und ich habe nur Ist dein Mann in den Brunnen gefallen gelernt, ja? Das habe ich jetzt auch nicht. So, das geht ja nur so. Ist dein Mann in Bonn? Ist dein Mann in Bonn? Es geht nur so. Nicht in Bonn. Ja, okay. Ne? Das war das Einzige, was ich konnte. Und dann habe ich aber. Können wir noch keinen Applaus für geben? Aber nein, das wird auch für diese Nummer keinen Applaus nötig haben. Ja, das geht ohne Applaus. Und dann habe ich aber nicht mich dazu aufberufen gefunden, weitere Stücke zu lernen, sondern die anders zu spielen. Und dann habe ich, das ist jetzt mein Können, das kann ich seitdem ich 7 bin, kann ich jetzt mit der Nase spielen. Das ist ein Applaus! Ja, aber jetzt! Aber jetzt kommt's! Und dann im dritten Jahr Flöteunterricht. Konnte ich das dann so? Ha 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 ha
Zu mehr hat es nie gelangt. Aber Kai Kufo, jetzt du. Vorsicht. Und was siehst du lustig? Sag mal, wenn du das rektal kannst, kannst du auch zu RTL 2. Ich muss aufgehen.